Und dann Moinsen zum alljährlichen Transfervideo zum VfB Stuttgart. So, die Transferaktivität war ja einiges los. Einige Abgänge, einige Neuzugänge nach dem Abstieg vor der Saison 19/20. Ich fange mit den ganzen Abgängen an, dann kommen die Neuzugänge und lese das quasi alles basierend auf transfermarkt.de und Stand 23.03. um 16.30 Uhr circa. Lese quasi von oben die dicken Fische bis nach unten ab. Aber natürlich großer Eckpfeiler, auch quasi natürlich ein Neuzugang. Unser Trainer, Tim Walter, 43 Jahre alt, kommt von Holstein Kiel und darf gemeinsam mit Hitzesberger Missintat und wer auch sonst noch alles da seine Finger im Spiel hat. Durfte den Kader planen, darf das auch immer noch bis zum 31.08. Aber ich will dieses Video noch rausbringen, bevor die neue Saison beginnt. Wir fangen an. Benjamin Pavard war ja schon länger fix, verlässt uns für 35 Millionen seine Ausstiegsklausel zu den Bayern. Eine weitere Ausstiegsklausel hat sich auch angekündigt, dass der nicht bleiben wird. Ozan Kabak, 15 Millionen, wechselt zu Schalke 04. Dann ein weiterer Abgang, auch wenn man den kann man auch in die zweite Mannschaft zählen. Ich nehme jetzt hier rein, weil schon relativ überraschend war eigentlich. Leon Dayaku, 1,5 Millionen Wechsel zu den Bayern oder beziehungsweise auf transfermarkt.de zu Bayern München 2. Aber wenn man so genau drüber nachdenkt, macht das schon relativ Sinn. Dem wurden jetzt extrem viele Stürmer vorgesetzt, hätte sich bei uns vermutlich nicht durchgesetzt. Heißt, der wäre bei uns in Liga 5 gegangen, bei den Bayern darf er Drittliga spielen, kriegt vielleicht auch mal seinen Einsatz oder so in der ersten Mannschaft, darf er auf jeden Fall mittrainieren. Also für alle Seiten eigentlich ganz, ganz sinnvoll, hat anscheinend wohl auch der Berater, der gute alte Kevin Corani, gut ein bisschen durchgedrückt, dass der Deal durchkommt. Werden wir mal sehen, ich hoffe es für ihn, dass er nicht das nächste, eines der vielen gescheiterten Bayern-Talente wird, aber wir werden sehen. Weiterer Abgang, gut. Der ist sowieso schon gedanklich ewig weg. Nach Laie haben sie ja die Kaufoption gezogen. Der HSV, Berkay Özcan, 1,5 Millionen. Danach wieder einer, der nach der Laie auch uns verlässt. 98.000, Anto Krigic, der hat auch mitgeholfen, dass wir aufsteigen. In der damaligen 16-17er Saison wurde dann ausgeliehen und keine Chance bei uns mehr. Pablo Maffeo wird für Leihgebühr 800.000 Euro für ein Jahr ausgeliehen. Da ich meine, dass der Club abgestiegen ist, Girona, da wo er auch schon von Man City ausgeliehen, dahin ausgeliehen wurde, bevor er zu uns kam fix, haben die, glaube ich, mit dem Aufstieg auch eine Kaufoption. Irgendwie sowas, also ich denke, der ist ja schon sehr, sehr lange bei uns auf dem absteigenden Gleis. Ich denke, da wird der Deal so laufen, dass Girona, wenn sie zufrieden mit ihm sind, den auf jeden Fall auch mitnehmen können. Dann ein relativ überraschender Transfer, hauptsächlich wegen der Ablösesumme 57.000 für Robert Ziele, also der hat scheinbar richtig darauf gedrängt, dass er ja, von hier loskommt und zu seinem Ex-Verein Hannover zurückkehrt. Hans Nuno Sarpay für wahnsinnige 50.000 Euro wechselt der zu Kräuter Fürth, aber auch schon hinausgeliehen, der hat bei uns auch nie große Chance bekommen. Dann fängt Andreas Beck die Riege der nicht verlängerten Spieler an, hat jetzt einen neuen Club gefunden, KAS Eupen in der ersten belgischen Liga. Ein weiterer Spieler ist unser Ex-Capitano Christian Gentner. Hat uns sehr, sehr lange gedient, auch sehr, sehr lange sehr gut gedient. Denke aber, selbst wenn wir in der Liga geblieben wären, hätte der nicht mit riesen Rollen gespielt. Hat es geschafft, bleibt erstklassig. Union Berlin hat ihn sich geholt, ablösefrei. Genauso wie ein paar andere erfahrene Bundesliga Profis wie neben Subotic. Bin mal gespannt, wie es bei denen so laufen wird in der ersten Liga. Und der Verein, der uns quasi ersetzt hat. Deswegen hat es so ein komisches Geschmäckle, aber alles gut. Ein weiterer ablösefreier Transfer, Alexander Mayer. Unser zweiter Keeper oder ich glaube sogar teilweise dritter Keeper nach Jens Kral wechselt zu Jahn Regensburg. Und ein Leihgeschäft, das meines Wissens nach eine Kaufoption beinhaltet. Erik Tommy zu Fortuna Düsseldorf. Und ich denke, ja, je nachdem wie es sich da gibt, werden die sie glaube ich ziehen, die Kaufoption, auch wenn ich nicht weiß, wie hoch die ist. Ich denke, mit Erik Tommy können wir beim VfB nicht mehr rechnen. Und einer, der bei uns von Laie zu Laie geschubst wird, Ayrton, wurde gekauft nach dem Aufstieg, hat ein halbes Jahr gespielt, hat er nie große Rolle gespielt. Aber eben dieses halbe Jahr bei uns im Club und dann direkt verliehen worden zu seinem Ex-Club und weiter verliehen worden und schießt mich tot. Jetzt hat er eine weitere Laie für ein Jahr meines Wissens nach Karabakh abbekommen. Eine weitere Laie von einem Spieler, der ja, zwar im Kader stand öfter, aber auch irgendwie den keiner wirklich auf dem Zettel hatte für irgendwelche Spiele. Der hat keine Rolle gespielt. David Kopacz, weiß auch nicht, inwieweit der jetzt eine große Rolle in U21 oder U19 oder sonst wo gespielt hat, oder beim VfB 2 besser gesagt. Wer weiß. Keine Ahnung, bin ich nicht gut informiert genug. Der wechselt nach Polen per Laie. Und ein weiterer Spieler, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, ist Dennis Aogo. Ja, der hat auch Stand jetzt noch keinen neuen Verein gefunden. Mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Ich denke, irgendein Club wird er schon finden, zweite, dritte Liga. Aber bisher ist da noch nichts fix. Dann ein paar Leihenden, Alexander Esswein. Da gab es ja lange die Gerüchte, hat er eine Kaufoption, wie zählt die Kaufoption zum Klassenerhalt, Abstieg, schieß mich tot. Ende vom Lied ist jetzt, dass er bei Berlin zurück ist und die Leihe beendet ist und er nicht bei uns bleibt.
Und als weiterer Abgang quasi wird hier das Leihende von Steven Zuber genannt. Insgesamt haben wir durch diese Abgänge laut Transfermarkt.de 55,49 Millionen Euro eingenommen.